Moin Leute, Trimax hier. In diesem Video stelle ich euch das Giant Balloon Deck vor. Ihr hattet ja mehrmals gestern im Stream mich gebeten, dass ich dieses Deck einmal vorstelle. Und das werde ich heute machen. Vorweg zu dem Deck. Viele sagen, Giant Balloon Combo ist OP. Im Angriff auf jeden Fall. Also man kriegt für 10 Elixier eine unglaublich starke Offensive hin. Allerdings lässt dieses Deck zu wünschen übrig in der Verteidigung. Also man kann ja den Riesen und den Ballon nicht in der Verteidigung einsetzen. Also es ist ein sehr, sehr offensives Deck, sehr risikoreiches Deck. Man will den Gegner überraschen und es ist jetzt zum ersten Mal, stelle ich hier auf meinem Channel vor, ein 3-Crown-Win-Deck. Also ihr versucht wirklich den King Tower zu bekommen. So ein Deck hatte ich bis jetzt noch nicht vorgestellt. Okay, wie stellt sich das Deck zusammen? Klar, wir haben den Riesen und den Ballon. Dann brauchen wir noch die Minions. Die Minions sind sehr, sehr, sehr stark in Kombination mit dem Ballon. Kann man immer gut machen. Dann brauchen wir noch etwas für die Luft. Dann nehmen wir hier die Spear Goblins. Da kann man aber auch viele andere Einheiten verwenden. Ich habe hier nochmal eine andere Variation. Dieses Deck, was ihr jetzt hier seht, da könnt ihr auch noch die Fire Spirits mit den Skeletons austauschen. Dann könnt ihr das schon in Arena 3 spielen. Ich habe hier nochmal eine leicht andere Variation. Hier haben wir jetzt die Prinzessin dabei. Wenn ihr die Prinzessin haben solltet, tauscht die Prinzessin mit den Spear Goblins aus. Ihr braucht auf jeden Fall die Barbaren. Die Barbaren sind unglaublich stark in der Defensive und ihr habt ja sonst nicht viele defensive Einheiten. Also hier jetzt die Fire Spirits oder Skeletons. Man kann die Kanone mitnehmen. Ich finde tatsächlich die Elixierpumpe besser, aber die hat man ja auch erst später. Die Elixierpumpe hat man ja noch nicht in Arena 3. Und ganz, ganz wichtig, die Pfeile. Weil der stärkste Konter überhaupt gegen dieses Deck ist die Minion-Horde. Und da braucht ihr einfach unbedingt die Pfeile. Und deswegen habe ich jetzt hier in dieser Variation auch die Fire Spirits dabei. Einfach nur, um alles Mögliche zu tun, um die gegnerische Minion-Horde zu countern. Okay, ich zeige euch jetzt ein paar Games und dann werde ich euch Tipps und Tricks verraten, Stärken und Schwächen. Ihr werdet es doch sehr schnell sehen. Also, das Balloon Deck ist mega stark in der Offensive, in der Defensive. Wirklich schwach, da habt ihr eigentlich nur so richtig die Barbaren. Und wenn die tot sind, habt ihr gar nichts. Also, das ist jetzt hier, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich spiele jetzt hier gegen ein 3-Musketier-Deck. Das ist schon ordentlich. Ich habe einen relativ guten Start hingelegt. Der Gegner hatte jetzt hier gleich zu Beginn seine Musketiere gesplittet, seine 3 Musketiere. Das kann man auf jeden Fall machen, aber ich habe das Ganze jetzt hier gut verteidigt. Auf der rechten Seite mit den Minions und der Prinzessin, auf der linken Seite mit den Barbaren. Und das ist jetzt hier gleich schon eine sehr, sehr, sehr gute Offensive. Auf der linken Seite nochmal die Pfeile drüber. Tower kriegt richtig Damage. Jetzt kommt hier der Mini-Packer. Und jetzt seht ihr es. Ja, in der Offensive hat alles gut funktioniert. Und jetzt fehlt mir hier tatsächlich in der Defensive irgendwas zum Verteidigen. Ballon kann ich nicht einsetzen. Ihr seht jetzt hier unten gerade meine Karten. Ballon kann ich nicht einsetzen. Elixierpumpe macht keinen Sinn. Prinzessin kriegt den Mini-Packer auch nicht schnell genug tot. Und ich wurde jetzt hier tatsächlich gezwungen, den Riesen einzusetzen und ein Riese in einen Mini-Packer setzen. Das tut schon weh. Der Mini-Packer countert ja den Riesen. Kriegt jetzt hier, glaube ich, 3 Hits raus. Ja, 3 Hits. Und ihr seht schon, der Riese hat fast nur noch die Hälfte Leben. Währenddessen hat die Prinzessin auf der rechten Seite eine gute Arbeit verrichtet. Und jetzt kommen wir auf der linken Seite mit den Minions und dem Riesen. Eine sehr geile Kombination. Der Gegner setzt zwar einen Poison Spell ein, aber der Tower fällt trotzdem. Und auf der rechten Seite haben wir noch die Prinzessin. Und wir liegen schon direkt 2:0 vorne. Mit jedem anderen Deck. Mit jedem anderen Deck wäre das jetzt hier ein ganz, ganz sicherer Sieg. Aber das Deck hat wirklich eine schlechte Verteidigung. Ich muss jetzt auf den King Tower gehen, sonst würde ich das Game hier noch verlieren. Ihr seht es jetzt gleich. Ich habe da wirklich nicht... Ich habe jetzt hier wieder eigentlich nur die Barbaren, um das Ganze zu verteidigen. Ich mache jetzt mal doppelte Geschwindigkeit. Ich glaube, der Gegner setzt jetzt eine Elixierpumpe nach hinten und jetzt wird es für mich gefährlich. Ich setze auch noch eine Elixierpumpe ein. Ich habe jetzt hier nicht die Kanone dabei, sondern die Elixierpumpe. Da kann man aber auch, falls ihr die Elixierpumpe noch nicht habt, ganz locker die Kanone mitnehmen. Und jetzt kommt der Gegner hier mit dem Riesen. Ich setze ganz schnell meinen Riesen auf die andere Seite. Jetzt kommt der Gegner noch mit dem Ice Wizard. Ich setze Minions ein und da sind wieder die 3 Musketiere. Und das ist jetzt so ein heftiger Push und ich habe nur Skeletons und Barbaren, um das Ganze aufzuhalten. Ihr seht jetzt mal hier, wie der Ice Wizard die Barbaren slowt und die kriegen noch nicht mal die 3 Musketiere tot. Eigentlich countern die Barbaren die 3 Musketiere, aber die Barbaren sind tot. Wir haben keine Einheiten in der Defensive, aber währenddessen starte ich auf der linken Seite meinen eigenen Push. Wie gesagt, am Anfang habe ich ja gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. So, jetzt setzen wir einen Ballon ein. Er hat einen Mini-Packer. Der Mini-Packer haut hier richtig viel Damage raus. Der Gegner ist jetzt bei mir am Tower dran auf der rechten Seite. Ein Ice Wizard, 2 Musketiere und 2 Riesen. Ich bin auf der linken Seite mit 2 Riesen und einem Ballon dran. Ich konnte jetzt hier das Base Race, also den Push, gewinnen. Hab das Ganze schneller hingekriegt.
Ich musste jetzt den starken Push vom Gegner gar nicht verteidigen. Hab hier einen schönen 3-Crown-Win hingelegt. 3:1, das hätte auch übel enden können. Also immer schön, Angriff ist die beste Verteidigung bei dem Deck. Ich habe es jetzt schon so oft erwähnt, aber man kann es nicht anders sagen. Okay, eine Wiederholung möchte ich euch noch zeigen und dann machen wir gleich noch ein Live-Battle. So, ich spiele jetzt hier gegen den Level 11er. Der hat seinen Prinzen auf Level 7. Ich habe meinen Prinzen nur auf Level 4, das mal als Vergleich. Also jetzt hier gegen einen deutlich besseren von den Karten her. Gegner setzt einen Dark Prince ein und einen Baby Dragon. Da setze ich nur die Kanone ein. Und der Baby Dragon ganz alleine macht jetzt am Turm nicht so viel Damage. Der Gegner kommt jetzt auf der rechten Seite mit einem Prinzen. Na, da ist er, gut. Und da setze ich natürlich die Barbaren ein. Dafür haben wir sie dabei. Starke defensive Einheit. Auf der linken Seite setze ich jetzt noch den Ballon hinter den Riesen ein. Ich glaube, da sollte schon sein erster Tower fallen. Es ist schwer zu verteidigen. Ihr seht es jetzt hier. Guckt euch die Truppen vom Gegner an. Er hat die Skeleton Army, den Schweinereiter, die Valkyrie und den Golem. Er hat also überhaupt nichts, um irgendwie den Ballon kaputt zu kriegen. Ja, die Skeleton Army ist natürlich gut gegen den Riesen, aber der Turm ist schon down. Wir liegen 1:0 vorne. Aber auf dem 1:0 kann ich mich jetzt hier nicht ausruhen. Würde ich jetzt das Hover Mu Deck oder das Low Elixir Cost Deck, irgendein Deck mit einer starken Defensive spielen, könnte ich jetzt sagen, oh, das habe ich, glaube ich, gewonnen. Aber ich habe keine starke Defensive. Ich muss jetzt hier wieder auf den 3-Crown-Win gehen. Ich warte erstmal ab, was der Gegner setzt. Setze als nächstes genau den Dark Prinzen. Dark Prinzen Level 7. Ich setze jetzt hier die Kanone. Ein Feld aus Versehen zu weit nach rechts. Die Kanone greift jetzt, also der Dark Prince greift jetzt nicht die Kanone an, aber wenigstens kann die Kanone etwas Damage stehlen. Auf der linken Seite kommt der noch zusätzlich mit einem Baby Dragon. So, was haben wir jetzt gemacht? Genau, sehr schön, die Minions in den Baby Dragon dahinter. Der ging richtig schnell down. Gegner setzt jetzt hier komischerweise einen Schweinereiter ein, der war nicht so gut. Meine Kanone stand da ja noch. Die ging jetzt hier relativ schnell down. Schweinereiter auf Level 9. Und jetzt komme ich auf der linken Seite wieder mit dem Riesen. Und jetzt seht ihr es ja einmal ganz deutlich. Ich habe gesagt, die Minion Horde ist der stärkste Counter überhaupt gegen das Deck. Achtet mal drauf, ich habe nicht genug Elixier, um die Pfeile einzusetzen. Achtet mal drauf, wie viel Damage die Minion Horde macht. Wie schnell fällt der Riese um. Das ist jetzt hier nur halbe Geschwindigkeit. Guckt euch an, wie langsam der Ballon ist. Riese ist down und der Ballon kommt nicht für einen einzigen Hit an den Turm. Ultra schnell ging der jetzt hier down. Minion Horde so stark. So, jetzt habe ich aber zum Glück die Fire Spirits dabei und nicht die Skeletons. Ich hätte auch die Pfeile einsetzen können. Spar jetzt hier aber ein Elixier. Die Fire Spirits, wunderbar. Wunderbar hier gegen die Minion Horde. Das sah auf jeden Fall gut aus. So, was macht der Gegner jetzt? Okay, er kommt hier tatsächlich mit einem Golem. Ich setze eine Kanone ein und starte jetzt eine Offensive auf der linken Seite. Und dadurch, dass ihr ständig eure, ich sag mal so, der Gegner setzt jetzt einen Golem auf die rechte Seite ein. Und wenn er jetzt den Dark Prinzen und irgendwie die Skeleton Army oder den Baby Dragon dahinter getan hätte, hätte ich das auf keinen Fall verteidigen müssen. Aber dadurch, dass ich jetzt auf der linken Seite einfach einen Riesen und einen Ballon einsetze, zwinge ich den Gegner dazu, die Truppen einzusetzen auf der falschen Seite, die er eigentlich hinter seinen Golem eingesetzt hätte. Schöne Pfeile, die Skeleton Army geht down, der Ballon ist am Turm, ein Hit kriegt er noch raus, jetzt hat der Turm nur noch 137 HP. Und der Golem auf der rechten Seite ganz alleine konnte da jetzt nicht wirklich Damage stehlen. Das sah auf jeden Fall gut aus. Auf der linken Seite eine schöne Verteidigung mit Speargoblins und der Kanone. Und der Ballon fliegt. Das kann er nicht aufhalten. Ich werfe nochmal eine Pfeile. Ja, sehr schön. Die Minion Horde ist down. Und das ist der Sieg gegen den Level 11er mit deutlich besseren Karten. Also wieder extremst offensiv gespielt. Wieder auf den 3-Crown-Win gegangen. Und so konnte ich das Ganze hier gewinnen. Ich verteidige nicht wirklich. Ich starte einfach mal selber Offensiven. Also ist mal ein ganz anderes Deck. Ich finde es auf jeden Fall geil. Okay, dann kommt jetzt noch ein Live-Match, damit ich das Deck so ein bisschen demonstrieren kann. Gegen den Level 10er, gegen Wilson. Viel Glück, Wilson. Okay, ist jetzt hier nicht so ein geiler Start. Wir haben leider keinen Riesen. Sollte der Gegner jetzt aber eine Elixierpumpe platzieren, habe ich trotzdem einen guten Plan. Was macht der Gegner? Da ist die Elixierpumpe, da setzen wir schnell die Barbaren ein und den Ballon. Eine gute Sache ist das immer, wenn der Gegner eine Elixierpumpe setzt. Und da ist die Minion-Horde. Besser kann es doch nicht laufen. Besser kann es doch jetzt hier zum Start nicht laufen. Und die Prinzessin geht sogar down. Und der Ballon ist jetzt hier mit Full Life am Turm. Der Barbar hat sogar noch kurz getankt. Der Gegner setzt jetzt hier die Kobold ein. Und der Turm ist der schon down? Ist der schon... Oh mein Gott, der Turm ist down. Er zappt sogar nochmal. Was für ein Fail. Ja, so kann's gehen. Ich sag's immer wieder. Angriff ist die beste Verteidigung. Zumindest bei diesem Deck. Kommt ein Mini-Packer, setzen wir die Kobolde gegen den Miner ein, die Kanone gegen den Mini-Packer und jetzt setzen wir gleich noch, überlebt, nee, da überlebt leider gar nichts und ich gehe jetzt hier direkt wieder
auf den Three Crown Win. Die Prinzessin beachten wir nicht. Wir brauchen wieder schnell die Pfeile, bevor die Minion-Horde da irgendwie sich wieder meldet. Und da ist sie auch schon. Da werfen wir sie drüber und treffen sogar noch die Prinzessin. Das wäre natürlich richtig geil. Ah, dadurch überleben aber zwei Minions. Ah, da musste ich mich jetzt entscheiden. Greife ich jetzt hier nur die Minions an oder auch die Prinzessin? Ich fand's nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall guter Damage. Guter Damage am King Tower. Okay, die Minions auf der rechten Seite, die sterben easy weg. Warum hat der Gegner einen Miner auf Level 2, wenn seine Minion-Horde noch auf Level 9 ist? Da stimmt ja irgendwas nicht. Jetzt machen wir hier mal eine schöne Taktik. Die Minions töten jetzt hier die Prinzessin und jetzt tankt. Perfekt, der Riese tankt und die Minions können gleich richtig Damage am Turm dealen. Man muss mit dem Deck nicht immer nur mit. Oh, das ist ja richtig gut. Was für ein gelungener Midfield-Giant-Trick. Das Game sieht hier gar nicht so verkehrt aus. Und seine Kobolde gehen hier sogar auch noch fast down. Der Gegner macht einen Fehler, setzt wieder eine Elixierpumpe. Dadurch fehlt ihm das Elixier in der Verteidigung. Wir hauen jetzt mal Pfeile drüber. Kommt da noch die Minion-Horde? Nö, okay, schade. Seine Elixierpumpe geht down. Da ist jetzt die Minion-Horde. Der Ballon kriegt noch einen Hit auf dem Turm. Jo, sehr schön. 200 HP das Ganze jetzt hier nur noch. Schnell die Fire Spirits gegen die Minion-Horde eingesetzt. Hier jetzt. Okay, da kommt der Gegner auf der rechten Seite mit einer schönen Offensive. Kriegt jetzt hier den ersten Tower down. Aber ich gehe natürlich auf den Three Crown Win. Und die Fire Spirits. Der Fire Spirit stützt sich da auf den King Tower. Und der ist down. Ja, ein gelungenes Game auf jeden Fall. Gleich zu Beginn den Gegner mit so einer extremst krassen Offensive überrascht. Er hatte nichts, um darauf zu reagieren. Außer die Minion Horde. Die geht natürlich extremst schnell down mit den Pfeilen. Das war der erste Tower. Den zweiten Tower haben wir richtig schön mit einem Midfield-Giant-Trick bekommen in Kombination mit den Minions. Und dann sind wir nur noch auf den King Tower gegangen. Also so funktioniert das Deck. Ich finde, es macht Spaß zu spielen. Es ist nicht mein bestes Deck. Es hat Lücken in der Verteidigung, aber es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Okay, das war's mit dieser Deckvorstellung. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen ungefähren Eindruck, wie das Deck funktioniert. Es ist mal was anderes. Es ist sehr offensiv, nicht so defensiv. Macht auf jeden Fall mal ab und zu Spaß zu spielen. Wenn ihr mal gegen Freunde spielt, könnt ihr das ja mal auspacken und euren Gegner einfach mal völlig überraschen. Also, und der erste Tower fällt immer relativ schnell, bevor der Gegner irgendwie realisiert, wie er das Ganze verteidigen kann. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Deck findet. Findet ihr die Kombination Giant Balloon OP? Ich find's okay. Es ist stark in der Offensive, aber kann nichts in der Defensive ausrichten. Ich finde, das ist ganz gut balanced. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Spielt das Deck einige Male. Hier nochmal die andere Deck-Variation mit der Prinzessin und mit der Elixierpumpe und den Skeletons. Da könnt ihr ein bisschen variieren. Die Barbaren müsst ihr auch nicht mitnehmen. Da könnt ihr auch den Ritter mitnehmen oder die Valkyrie. Da kann man einiges machen. Ja, okay. Übt das Deck ein paar Mal, spielt ein paar Runden. Schreibt dann in die Kommentare, wie ihr das Deck findet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch viel Spaß mit dem Deck. Alles klar, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein, Leute.